Wahrscheinlich von den Banditen. Pass mal auf. Sieh mal einer an. Die Unser Lehrer. mysteriöser Überlebender ist wach. Mit Jesper reden. Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Jesper Mitumial Dalvarek. Kurz Jesper. Ihr seid hier in meinem Lager. Und bevor ihr fragt, ja, die Banditen haben die beiden Apothekarii getötet. Ihr habt nur überlebt, weil die Wucht der Explosion euch ins Dickicht geschleudert hat. Die meisten Verletzungen sind nur oberflächlich und ich habe mich darum gekümmert. Euer Fieber ist da schon eine ganz andere Geschichte. Mein Fieber? Was wisst ihr darüber? Woher wisst ihr das so genau? Wart ihr bei dem Angriff dabei? Erstmal am Fieber fragen. Einiges. Ihr leidet an Arkanistenfieber erster Klasse. Wundert mich, dass der alte Apothekarius das nicht erkannt hat. Seit kurzem könnt ihr Dinge tun, die ihr früher nur aus Badenliedern kanntet, richtig? Ihr fühlt euch ungewöhnlich stark, aber gleichzeitig schwummrig und benommen. Und das Trinken von Kräuterextrakten hinterlässt einen bitteren Nachklang in eurem Kopf? Ja, dann hängt das Fieber mit der Tatsache, dass ich plötzlich diese Dinge tun kann, zusammen. Ja, eure Magiebegabung ist in euch ausgebrochen. Ich habe zwar selbst keine, aber mit genügend Arkanisten zusammengearbeitet, um das zu wissen. Was genau in euch passiert, ist, dass euer Körper nicht mit der Magie umgehen kann. Das ist an sich erstmal harmlos, von ein paar Schwindelanfällen und Kopfschmerzen abgesehen. Unternehmt ihr aber nichts dagegen und wartet noch ein paar Monate, werdet ihr nackt und schreiend durch das Herzland rennen und Feuerbälle auf alles schleudern, was sich bewegt. Ihr werdet den Verstand verlieren, um klares Signal zu sprechen. Schön. Aber das Fieber lässt sich behandeln? Ja, natürlich. Auch wenn ihr auf bestimmte Situationen immer anders reagieren werdet als Magieunbegabte. Gewisse Kräuter werden es beispielsweise verstärken oder Albträume. Aber das kann euch ein Arkanist besser erklären als ich. Okay. Und was ist mit diesen Visionen? Was hat es mit diesen Visionen auf sich? Visionen? Ist nicht weiter wichtig. Wie kann ich dieses Fieber in den Griff bekommen? So würde ich es zumindest nennen. Ich habe Vorahnung von dem, was passiert. Hängt es auch mit den Arkanistenfieber zusammen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Die einzigen mir bekannten Visionen hängen in der Regel mit einer guten Pfeife Friedenskraut zusammen. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Jemand muss sich eures Fiebers annehmen und das schnell. Und ich kenne jemanden. Aber im Gegenzug möchte ich alles wissen. Wie kommt ihr hierher? Was hattet ihr in diesem Tempel zu suchen? Und was habt ihr in diesen Visionen gesehen? Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie umgibt euch etwas Seltsames. Und das macht mich neugierig. Also, Heilung gegen Informationen. Was sagt ihr? Heilung gegen Informationen? Einverstanden. Jesper, die Geschehnisse erzählen. Ja gut, ich habe ja keine andere Wahl. Dann erzählt mal. Ich bin gespannt. Verstehe. Mein Beileid für euren Verlust. Das heißt, ihr habt irgendwie diese Hinrichtung überlebt und bevor ihr am Strand angespült worden seid, hattet ihr einen, was? Einen Traum, in dem ihr lauter verbrannte Körper und ein grelles Licht gesehen habt? Ja, aber es war kein gewöhnlicher Traum, mehr eine Erinnerung. Dieser Tempel war genau derselbe wie der in dem Tal. Versteht ihr? Ich hoffe es. Und dann kam euer Magieausbruch auch nicht schleichend, sondern urplötzlich nach dieser Nahtoderfahrung, mitsamt den Visionen. Richtig. Puh. Interessant. Ihr wisst vermutlich, wie verrückt eure Geschichte klingt, aber irgendwie glaube ich euch. Weiß der Henker warum, aber ich tue es. Das heißt, ich werde euch meinem Auftraggeber vorstellen. Wenn euch jemand helfen kann, dann er. Allerdings gibt es da noch etwas, bei dem ihr mir unter die Arme greifen könntet. Je schneller wir das erledigt haben, desto schneller sind wir dann auch in Ark. Okay, was genau ist Ark? Ein Spiel, nein. Ark? Die Hauptstadt des Landes. Die Mauern turmhoch aus silbernem Stein, so ruhet sie thronend im Felsen allein.
niemals vergehend, auf ewig bestehend, bewacht von dem Herren, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn ihr plant, in diesem Land zu bleiben, werdet ihr sie über kurz oder lang mit eigenen Augen sehen. Okay. Müssen die bei Enderer sammeln. 3 von 30. Und wenn ich euch nicht helfen will, erst an diese Arbeit gehen wir noch schön. Ich helfe euch, je schneller ich dieses Fieber losbinde, desto besser. Nun, das liegt bei euch. Meine Neugier ist gesättigt. Aber ohne mich als Begleitung wird man euch nicht in den Sonnentempel lassen. Und dort müssen wir hin, wenn ihr das Fieber loswerden wollt. Eure Entscheidung. Mhm. Wer ist dieser Arbeitgeber? Ihr seid neugierig. Das mag ich. Na schön, ich arbeite für den Heiligen Orden. Den Heiligen Orden? Er meint die Leibgarde der Götter. Ja, aber wie ihr vielleicht wisst, ist das hier das Reich von Malphas, dem Götterwächter. Und der Orden regiert es sozusagen für ihn. Der Orden ist die einzige Gesetzesinstanz und das spirituelle Zentrum. Aber glaubt mir, ihr werdet schon noch früh genug in Kontakt mit ihm kommen. Okay, na schön, ich helfe euch, wenn ich über los bin, desto besser. Wunderbar. Ein paar Dinge muss ich euch aber noch erklären, bevor wir loslegen. Also, wo fange ich an? Dass vor 2,5 Jahren auf der Welt das Chaos ausgebrochen ist, wisst ihr ja sicherlich bereits. Und obwohl auf Enderal, anders als auf den anderen Kontinenten, kein direkter Krieg herrscht, passieren trotzdem eine Menge seltsamer Dinge. Zum Beispiel die Vatyren. In letzter Zeit wurden immer mehr Wanderer auf offener Straße von ihnen angefallen. Einfach so. Und auch die Verlorenen, die lebenden Toten. Waren die früher noch ein seltenes Phänomen, steht heute jeder fünfte nicht ordnungsgemäß verbrannte Körper von selbst wieder auf. Ihr könnt euch denken, wie es in der Nähe von alten Grüften jetzt aussieht. Das Bizarrste aber ist der rote Wahnsinn. Meint ihr, dieses Chaos könnte mit dem Gerücht über den Tod der Lichtgeborenen zusammenhängen? Auf Nihirm erzählt sich jeder davon. Der rote Wahnsinn? Ja, die Gerüchte. Ich habe sie auch gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie wahr sind und dass hier ein Zusammenhang besteht. Dann meint ihr tatsächlich, dass jemand die Lichtgeborenen getötet hat? Wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Meiner Meinung nach waren die Lichtgeborenen ohnehin nie mehr als Scheingötter. Stirnrunzeln. Wie denkt das enderalische Volk darüber? Das überlässt das Denken generell dem Orden. Und der dementiert die Gerüchte natürlich. Allein darüber zu sprechen steht unter Strafe. Aber vielleicht ist das auch vorerst besser. Eine spirituelle Krise ist das Letzte, was dieses Land jetzt noch braucht. Und ich dachte immer, die Enderelisaner sind das frommste Volk der zivilisierten Welt. Bitte, nehmt mich nicht als Beispiel. Ich habe gesehen, dass ein langes Leben nur eines der Dinge ist, die durch mächtige Magie erreicht werden können. Und allzu neu ist die These nun auch nicht. Wer halbwegs herumgekommen ist, kommt eigentlich gar nicht daran vorbei. Und ganz im Ernst, wären die Lichtgeborenen tatsächlich so allgegenwärtig und allmächtig, wie sie behaupten, hätten sie dann nicht auch die Macht, mich hier und jetzt mit einem Blitz zu zerschmettern? Die Lichtgeborenen waren bessere Könige, nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist meine Meinung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eure Gefühle verletzt. Doch. Fernab davon, keine Bange. Moment, ich warte noch auf den Blitz. Sagt mir einfach, ihr habt eure Meinung und ich hab meine. Ihr gefällt mir. Aber wir schweifen vom Thema ab. Stimmt, ihr hattet etwas von einem roten Wahnsinn erzählt. Ja. Es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. In Ark gab es beispielsweise erst kürzlich einen Fall, bei dem ein Schmied seine gesamte Familie erschlagen hat. Er war betrunken, aber das erklärt nicht, dass er dabei wirres Zeug wie »Fürchtet das Licht« geschrien hat. Oder eine junge Frau erhabenen Pfades, die das Anwesen ihrer Familie in Brand gesteckt hat und dabei selbst ums Leben gekommen ist. So etwas kommt vor, mögt ihr nun sagen. Aber es sind mittlerweile mehr als 2 Dutzend derartiger Vorfälle. Im Volksmund spricht man mittlerweile von dem roten Wahnsinn, weil die Augen der Befallenen kurz vor und nach ihrer Wahnsinnstat rötlich glühen.
Andere nennen es die Besessenheit. Tja, und vor 3 Tagen ist es wieder geschehen. Nur, dass es diesmal ein Magister des Heiligen Ordens war. Magister? Ein Lehrer an der Klosterschule des Ordens, der Scuola. Jero war sein Name. Ein Mann mit gut 60 Wintern auf dem Buckel. Was hat er getan? Er nahm sich und 15 jungen Novizen das Leben. Laut dem einzigen Überlebenden betrat er wie gewohnt den Lehrsaal, um seine Vorlesung über die Alchemie zu halten. Dann hielt er eine sehr wirre Rede, in der er erklärte, dass die Menschheit verdorben sei, leer. Kurz darauf folgten die glühenden Augen, er verriegelte die Tür und... nun ja, riss sich selbst mit einer magischen Explosion in zwei. Ihr könnt euch denken, welche Wogen das in Schwung gebracht hat. Das ist schrecklich. Und unnötig. Vollkommen unnötig. Was ist nun eure Rolle in all dem hier? Ihr sagtet, ihr arbeitet für den Orden, aber ich vermute, ihr seid kein Mönch? Ich habe es nicht so mit Gelübden und Askese. Also nein, ich bin kein Hüter. Mich hat man gerufen, weil ich helfen soll zu verstehen. Wisst ihr, meine Spezialität ist es, verloren gegangene Dinge wiederzufinden. Schätze, Folianten, Erinnerungen, dergleichen. Der Orden will wissen, wie es möglich ist, dass ein hochintelligenter, selbstreflektierter Mann wie Jero dem Wahnsinn verfallen konnte. Und dementsprechend, nach welchem Muster der rote Wahnsinn überhaupt seine Opfer befällt. Wenn es denn ein Muster gibt. In anderen Worten, ihr sucht nach seinen Beweggründen? Wie könnte ich euch da helfen? Ich weiß überhaupt nichts über diesen Mann. Ja, aber das ist unwichtig. Jero stammte nämlich aus Flussheim, einem kleinen Dorf unweit von hier. Nach dem Tod seiner Frau besuchte er diese Gegend sehr oft. Und ich hoffe, hier ein paar Splitter seiner Vergangenheit zu finden. Ich habe schon einen Großteil der Umgebung abgesucht, aber ein zweites Paar Augen würde bei der Suche sicher sehr helfen. Was meint ihr? Klingt zumindest nach einem Plan. Wo soll ich anfangen? Also, zum einen solltet ihr nach Flussheim reisen. Jero hatte dort einen Jugendfreund namens Alfred. Sprecht mit ihm und seht, ob ihr etwas in Erfahrung bringen könnt. Und zweitens hat mir ein Bursche aus dem Dorf erzählt, er habe Jero dabei beobachtet, wie er kurz vor der Tat etwas an einer Klippe im Osten ins Wasser geworfen hat. Geht dorthin und seht, ob ihr es finden könnt. Ich selbst werde mir das Haus, in dem er aufwuchs, ansehen. Hier habt ihr eine Karte der Region. Das hier ist Jeros Haus. Trefft mich einfach dort, wenn ihr fertig seid. Ach, und auch wenn das jetzt etwas grausam klingt, vielleicht solltet ihr euch das Lager der beiden Apothekarii nochmal ansehen. Vielleicht haben die Banditen ja irgendetwas zurückgelassen. Und nun würde ich sagen, auf eine gute Zusammenarbeit. Ist ein Questziel mit einem Sternchen markiert, so ist diese ein Indikator für dessen Schwierigkeit und dementsprechend die Stufe, mit der ihr diese Mission beschreiten solltet. Sehr leicht, leicht, mittel, schwer. Okay. Also umso mehr Sternchen, umso schwerer ist es. Mit ihrer Jungen von Alfred sprechen, beendet mit Jasper reden. Hier und seinen Klauen Meere geworfen hat. Finden! So, hast du noch irgendwas? Einfach mal den Rucksack hier von den Typen durchsuchen. Eisenerz. Nehme ich. Lebenstrank. Nehme ich auch. So, ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich das einfach mal mitgenommen habe, ne? So. Ich muss jetzt mal gucken, wo ist denn das Lager? Na, hier schon mal nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel einen guten, geilen Soundtrack hat? Geile Aussicht, aber was kommt da jetzt auf mich zu? Hey, kannst du mir mal kurz helfen? Dankeschön. Küstenpirscher, gibt ein bisschen Fleisch. So.
Ist schon cool. Die Aussicht hier. Achso, wow. Gefährlich. Ja. Nehmen Eisendolch. Und was ist das? Riesen, Achtung. Grenze des behüteten Landes. Hinter diesem Bergpass kann kein Schutz von Wegelosen gewährt werden. Reisende sollten sich vor Steinschlägen und Überfällen in Acht nehmen. Okay. Ja, ist ja gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die andere Richtung. Zu dem Haus, was wir da gefunden haben. Oder vielleicht so eine Stadt, Haus, Stadt. Weiß ich nicht. Mal gucken. Sieht aber eher aus wie ein Haus. So. Was haben wir denn hier? Alte Namenwarte entdeckt. Okay, ein verlassenes Haus erwartet uns hier. Bin mal gespannt. Gibt's irgendwas im Fass? Eisenteile. Naskratzen. So. Gibt's hier irgendwas Wertvolles? Truhe. Na, siehste. Da haben wir doch schon mal was. Siehste. Hier gibt's nix. Huch, Korb kann ich aufsammeln. Gibt's irgendwas in dem Pfaff? Hier gibt's noch ein bisschen was. Kann man alles irgendwann später verkaufen. Ein Eisendolch. Meißel. Nägel. Verwendet Fallen, um eure Feinde zu schädigen, bevor sie euch entdecken. Feinde? Ah! Da sind Feinde. Ach, fall schon um. Drecksspinner. Moment, ich habe keine Ausdauer. So, was seid denn ihr für? Mooskrabbler. Mooskrabbler. So. Ach, das wäre die Falle gewesen. So, Schuhe. Schuhe sind auch nicht schlecht. Können wir die ausrüsten? Kappe? Na, Kappe nehme ich ja auch. Schuhe? Ich nehme lieber die. Gut. Erhöht den Rüstungswert auch ein bisschen. So, ist hier noch irgendwo was? Schlagt... Wow. Was war das jetzt so? Spinnenbeutel durchsuchen. Spinnenei. Bett, wo wir schlafen können. Eisenschuhe, warte mal, sind die besser?
Ja, Tatsache. Ziehen wir doch gleich mal an. Und ein Schild. Ach, Gott sei Dank. Endlich mal ein Schild. Eine Axt. Cool. Was man hier alles findet. Erstmal das Schild, das Schild, das Schild. Wo habe ich denn jetzt das Schild? Hier haben wir das Schild. Und Schwert, Axt. Macht ein bisschen mehr Schaden. Sehr schön. Endlich haben wir mein Schild. Das Schild können wir irgendwie nicht wegpacken. Na gut. Hier irgendwo im Bett. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel. Das nehme ich immer alles mit. Eisenerz. Kann man nicht nachgucken. Okay, dann wieder raus an die Sonnenküste.